Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass es gelungen ist, jetzt wirklich ein Konzept und ein Doktoratskolleg zu implementieren, welches von beiden Einrichtungen gleichermaßen getragen wird. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Kooperationen nur dann wirklich funktionieren können, wenn man auf Augenhöhe miteinander umgeht. Arbeiten auf Augenhöhe, das bedeutet, dass man letztendlich für die gemeinsame Arbeit die gleichen Qualitätsansprüche stellt und diese auch letztendlich im Konzept umsetzt. Auch das ist hier geschehen. Fachhochschulstudierende, die obligatorische Praktika in der Industrie bei Firmen machen, Masterarbeiten, die mit der Industrie entstehen. Da ist einfach schon ein langer Pfad für unsere Studierenden, wo natürlich auch Forschungsfragen entstehen. Und es ist es einfach wert, auch diese Forschungsfragen in das System einzuspeisen und gemeinsam zu bearbeiten. Also für mich ist das ein typisches Setting, wo man Stärken auf beiden Seiten stärken kann. Durch dieses Modell kann man ideal Synergien nutzen. Man kann die Stärken, die Butterseite von jeder Seite für die Studierenden nutzbar machen, die am Ende hier profitieren sollen, genauso wie die Forschung an den beiden Institutionen. Ich finde es gerade von der Symbolhaftigkeit besonders positiv, dass wir hier ein Projekt aus Fachhochschule und Universität gemeinsam haben, das heute und hier vorgestellt wird. Das Beste aus beiden Welten sichtbar zu machen und zusammenzubringen, zum Nutzen letztlich auch der Studierenden, des Arbeitsmarktes, letztlich auch des Wissens- und Technologietransfers.